Naja, in der Vorbereitung vor so einem Spiel hat man natürlich auch eine Videoanalyse vom Gegner und die bespricht man natürlich auch inhaltlich und man geht natürlich auch im Training die Dinge durch, die man auf dem Video gesehen hat. So ganz ohne Konzentration oder Vorbereitung auf den Gegner will man kein Länderspiel angehen. Also ganz klar hat man natürlich auch ein bisschen sich entsprechend vorbereitet. Aber mit Sicherheit von der Intensität her, nicht wie es jetzt bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft bei den Spielen der Fall ist. Da war schon der Fokus mehr auf uns. Da war auch der Fokus vor allen Dingen auf die Spieler, die auch jetzt bei der Europameisterschaft neu dabei waren, um denen einfach auch noch mehr Inputs zu geben, noch mehr Möglichkeiten zu geben, sich zu zeigen. Es sind auch einige Spieler nicht da, die bei der Euro dabei gewesen sind. Und ich finde, dass die Spieler hier das als Chance wahrgenommen haben, sich zu zeigen und haben das auch im Training richtig gut gemacht. Und jetzt gilt es, sich eben im Wettkampf zu beweisen und die Chance auch im Wettkampf zu nutzen.